Grüß euch Leute, Tauto wieder hier und willkommen zurück bei The Witcher 2. Das letzte Mal habe ich ja leider versemmelt, dass ich da hinten noch eine Quest zum Auslösen habe. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wir warten hier auf dich. Mach schnell. Ja, okay, also sie wurde ja als Spionin der Scoia'tael beschuldigt und wir sollen jetzt in die Höhle hinabsteigen, um zu kontrollieren, was mit den verschwundenen Wachleuten passiert ist. Noch mehr Blut. In der Höhle sehe ich dann, von wem es stammt. Ihr seht schon, das ist ein bisschen Blut. Ich muss schauen, wie dunkel das jetzt in der Höhle ist. Zur Not hätte ich es euch im Video ein bisschen auf, aber ich will jetzt ehrlich gesagt keinen Katzentrank einnehmen. Alter Schwede, ist das hinter dunkel. Jetzt sehe ich schon mal das Silberschwert, weil ich im Gegensatz zu euch weiß ich, was mir hier erwartet. Einmal Zaun rüber. Ihr hört schon, da kommen sie an. Unsere lieben Freunde, mehr hat eure Mutter nicht geboren. Das gesehen, was das jetzt für eine Horde war. Ach du Scheiße. So, nehmen wir doch mal alles mit, was die hier liegen lassen. Ah, was die alles hier liegen lassen, alter Schwede. Ah, da lacht das Lutherherz in einem ja richtig. Was ist da hinten? Achso, die ist. Ist das nicht cool? Ohne der Sonne, cool. Ah, hier liegt schon mal ein Toter. Diese Spur sieht gut aus. Also in die Richtung müssen wir noch, oder? Da unten liegt noch Loot, Leute, Loot. Ah, hier ist noch eine Kiste. Schema Leder, okay. Das haben wir gleich schon, oder auch nicht. Ich weiß es nicht. So viel Loot. Eine Neckartrophäe sogar. Was soll ich sehen? Ja, da hinten ist noch Blut. Das sind noch Schätze. Oh oh. Eisenerz. Das ist alles nicht so schwer dann. So, jetzt kann ich eh nicht mehr looten, da ich sie jetzt angelockt habe. Ja, wahrscheinlich von da oben angelockt. Kommt von da runter. Oh, hier ist noch was. Schnell looten, solange es noch geht. So, hier haben wir alles. Das geht auch sehr gut. Schnell weiter. Hier wurde ein Körper entlang geschleift. Ah, da hinten ist noch was zum looten. Sorry Leute, aber... Ah, verdammt, was habe ich jetzt angelockt? Jetzt in Kampf? Nee. Na komm. Ich steck mal das Schwert weg und geht's hier rein. Na doch. Ich bin zu alt für sowas. Da oben ist auch noch einer. Den Invisier. Mal sehen, ob wir den treffen mit der Bombe. So sollte es hinhauen. Volltreffer! Ist das auch nur eine Blutlache? Ja.
So, jetzt haben wir mal, die Gegner so weit. Ach, da kann ich nichts mehr. Hier war doch auch was, oder? Ja. Nochmal Eisennetz. Wie nett. So, da hinten, das geht nicht. Hier ist nur die Blutspur. Dann hoch. Und da kommen schon unsere nächsten Freunde. So. Leben nochmal, wer hat noch nicht? Dann kommt schon der nächste angelaufen. Alter Schwede, macht die Bombe Schaden. Habt ihr das gesehen? Gut, ich kann wieder looten. Fällt mir das Lied ein von der GameStar, ne, Game One. Das Looten und Leveln. Das macht Spaß. Looten und Leveln. Ja, warum? Teilweise, es ist halt leider noch ein bisschen so bei The Witcher 2, dass sich teilweise gewisse Sachen nicht looten lassen. Aber ich freue mich schon auf Witcher 3, wie das wird. Leider ist es jetzt noch ein wenig verschoben worden, im Mai. Hoffen wir, dass es dann wirklich komplett bugfrei laufen wird. Nicht so in den letzten Spielen, was wir zusammen hatten. Also, hier kann ich untersuchen. Komm. Und wieder Blut. Nochmals Blut. Ich glaube, man muss hier rauf. Ja, hier oben was. Sehe schon, aber erstmal hier nochmal untersuchen. Ich habe doch Necker gehört. Ja. Hört man sehr eindeutig. Wo seid ihr? Na? Na, sagt schon, wo seid ihr? Also das wäre nur eine Abkürzung gewesen, okay. Ah, dieses Höhlensystem zeitweise. Ich glaube, hier geht es auch mal wieder runter zum Haupteingang. Jetzt mal die Karte. Sollte uns in der Höhle zeigen. Hier ist ein Ausgang und hier ist ein Ausgang. Okay, hier gibt es zwei Ausgänge. Ach stimmt, das war ja. Da war ja noch die Falter hinten in Loredos. Wie soll ich sagen, Hinterhof. Die was verschlossen waren. Die geht hier hoch. Also hier runter. Hier haben wir die verlorenen Männer. Eichhörnchenpfeile. Also wie ihr seht, es waren definitiv die Eichhörnchen. So. Gibt es sicher noch was zu looten. Hier ist dann wie gesagt der Aufgang zu unter Loredos Anwesen. Aber da oben ist abgeschlossen. Ah, schauen wir kurz hoch. Vielleicht gibt es ja was zu looten. Ah ne, hier ist nur die Falke. Der Weg war umsonst. Was sehen da meine Augen? Säcke. Mit Loot. So. Wir können uns dann eigentlich wieder auf den Rückweg machen. Und da ich jetzt in diesem Let's Play ja Jorbert helfen will, werde ich auch ihr helfen. Mal sehen, inwieweit das es mich dann weiterbringt, das Ganze. Ah, okay. Wo kann man die? Irgendwo habe ich noch Necker. Übersehen. Ah, wo seid ihr? Ah, hier bist du.
Taste. So, ist noch irgendwo jemand? Ist ein bisschen lästig, dass das eigentlich so, dass blockiert wird. Das Hochklettern nur weil Neckar hier noch ist. Aber was soll man machen? So. Das geht raus. Da ist ja schon das Tageslicht. Was hast du gefunden? Zwei Soldaten. Und? Zerfleischt. Tatsächlich? Völlig zerfetzt. Was ist da passiert? Vielleicht wurden die beiden in die Höhle gelockt und waren nicht auf den blutigen Empfang vorbereitet, den sie erlebt haben. Und jetzt meinen Lohn, bitte. Sicher, deinen Lohn hast du dir wirklich verdient. Ich verdanke dir mein Leben, Hexer. Menschen setzen sich selten für Elfen ein. Ich bin kein gewöhnlicher Mensch. Das stimmt. Ich wüsste gerne, ob du in jeder Hinsicht so außergewöhnlich bist. Was meinst du damit? Du wirst sehen. Findest mich am Wasserfall im Wald. Aber ich warte nicht ewig. Im Wald ist das gefährlich. Du kannst nicht allein gehen. Wir Elfen haben unsere Pfade. Mach dir keine Gedanken. So. Wie ich das erste Mal gemacht habe, so viel kann ich mal spoilern, griffen mich Eichhörnchen an. Aber da habe ich das im Vorhinein noch nicht gemacht, dass ich die Arbeit getroffen habe. Was für eine Prämie gibt es? Vielleicht. Ist die Arbeit schon fertig? Ist es jetzt ein bisschen anders. Zu Hilfe! Ein Mutant verfolgt mich! Du Vogel, du. Das solche Passanten. Ah, verzeiht. Das solche Passanten. Wünsche ich mir irgendwie die Option, dass sie einfach eine Reine hat. Einfach so. So. Wir gehen natürlich einmal direkt zum Wasserfall. Ein Drache. Okay, also unser Schwert haut schon ziemlich heraus, muss ich sagen. Ja, komm. Ist noch irgendwo einer in der Nähe los? Ja. Ihr lernt es wohl nie. Zeitweise ist es schon ein bisschen lästig, das Kampfsystem. Ja, die lassen so immer so schöne Sachen dran. So, wo war jetzt deren Leichnam? Hier. Die Falle interessiert mich nicht. Was haben wir hier? Wolfsbann. Ja, verdammte Falle. So, ich glaube, hier ist der schnellste Weg. Ja, oder was? Jetzt habe ich den schon wieder angelockt. Bisschen mehr von deiner Brut. Scheint nicht so. Ist jetzt schon da drüben, steht sie. Ah, das war nur das Necker. Na, das war eine Falle. Okay. Da ist doch noch ein Necker. Da noch ein bisschen Feuerschein abbekommen von der Ruhe auf dem Schwert. So, aber jetzt zu ihr. Ich freue mich, dass du da bist. Ich auch. Doch du musst wissen,
Gespräch. Ich habe die Soldaten tatsächlich in die Falle gelockt. Ich weiß. Die Pfeile waren eindeutig. Eben. Du weißt zu viel. Und Geheimnisse sind nur bei Toten gut aufgehoben. Ja, wo kommt denn der Kitz auch immer her? Na, du? Die kämpfen mit mir. Okay, also das war vielleicht nicht anders für die Quest. Wow. So. Leider lasse ich diese Quest nicht anders zu triggern. Sehr schade. Dann habe ich mir irgendwo mal verlesen damit. Ja, jetzt bin ich überlastet, verdammt. Ja. Ich mach mal kurz ein bisschen einen kleinen Cut und mach ein bisschen Inventarmanagement. So, wir sind jetzt nicht mehr überladen und unser neues Questziel ist, dass wir Marlena finden müssen. Zufällig weiß ich auch, wo sie zu finden ist. Ich hoffe nur, dass sie schon dort ist und nicht zu lange braucht. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Ja, das wird wieder zu viel. Das mit das. Mit das. So. Jetzt bin ich schon wieder überladen. Nochmals kurz Materialmanagement, sorry. Ah, so. Ich will euch das nur ersparen. Die ganze Zeit, dass ich in Zeitlupe rumlaufe. So. Hier irgendwo versteckt sie sich nochmal. Hier ist sie. Ja, was haben wir denn jetzt wieder angedacht? Oh. Noch jemand da, was keine Miete zahlt. Speichel, okay. Und Mutagen für einen macht nicht schlecht, nicht schlecht. So. Aber jetzt können wir mal bitte mit dir reden. Gnade! Fort mit dir. Komm mir nicht wieder unter die Augen. Werde ich nicht. Hab Dank. Schade. Ich dachte, man kann mit ihrem Techtelmechtel machen. So gesehen brauche ich diese Folge nicht über 18 zu schalten. Wir gehen jetzt mal zurück. Flotsam. Und wisst ihr was? Ich schneide euch das raus, jetzt den Rückweg. Und auch, ich werde dann auch ein bisschen Material, meinen ganzen Schund verkaufen, was ich nicht brauche, und einlagern. Das braucht ihr alles nicht sehen. Wir sehen uns dann wieder draußen im Bindegarn. Und dort machen wir noch die zweite Nebenquest, das wir noch offen haben. Und zwar das mit dem Herz der Melitele. Also hier Meliteles Herz. Das können wir auch noch machen. Ja, wir sehen uns.